Hallo und willkommen zurück bei Hearts Medicine 1, Ärztin mit Herz. So, und wir gehen weiter bei Chance auf die Entbindungsstation. Level 4 müssen wir als nächstes machen. Lass mich mal schauen. Ja, besonderer Gegenstand, den hatten wir beim letzten Mal mal wieder nicht gefunden. Okay, können wir irgendwas kaufen? Lass mich mal kurz schauen. Oh, 199. Ja, wunderbar. Da sollte doch was dabei sein. 100, 100, 175. Okay, warte mal. Die kommen von da. Okay, dann kaufen wir auf jeden Fall die Liege. Dann haben wir noch ein bisschen Geld für die bessere Kinderkrippe. Die nehme ich mit. Okay. Ja, dann. Ja, dann sollten wir wohl langsam los. Ja, können wir? Ah, wir gehen los. Ich bin schon wieder längst da. Die Ärzte sind hier nicht so schnell. Wir haben die Grippestation bekommen. Sie muss nur noch richtig aufgebaut werden. Ich bin dabei, Chance. Wir brauchen dich auf der Station. Okay, was heißt das jetzt? Station aufstellen. Aha. Ah, okay. Und oh wei. Und da kommen die ersten Schwangeren. Das erste Baby schreit. Wunderbar. Die hat doch gerade gerülpst, oder? Okay. Wo ist der Herzschlag? Okay. Oh je. Ich muss mich erstmal wieder einspielen gerade. So, du willst auf die Yogamatte. Da möchte ich aber eigentlich gar nicht hin. Okay, aber Babywickeln schaffe ich gerade noch so. So, du kannst zur Kasse. Bei dir horchen wir mal kurz ab, aber das hört sich alles gut an. Dein Herzchen bumpert ganz wunderbar. Okay, ich kassiere euch besser gleich. Wir müssen auf Oliver achten. Ich gehe mal aufhören gerade, ne? Besser ist das, bevor hier... Oh, ich habe ihn gehört, wo ist er? Da, oh, da oben war er, ich habe ihn gesehen. Er war direkt neben mir, der verfluchte Schweinehamster. So, Herzschlag. Okay, haben wir. Perfekt, so. Oh, jetzt geht das wieder los. Das ist richtig, wir brauchen nur eins. Okay. Okay, ich werde das hier noch hinkriegen mit dem blöden Yoga. Früher oder später. Wahrscheinlich eher später, wenn das Level zu Ende ist. So, einmal bitte Fläschchen fürs Baby. Du auf die Waage. Und ich kassiere... Ich kassiere euch, wollte ich eigentlich sagen. Sieh doch nicht so ein Gesicht, Mädchen. Ach so, das sind die Babys, die rülpsen. Entschuldigung, ich dachte, es wären die Mütter. Ja, so ist das. So, das Beinchen anwinkeln. Okay, passt. Ich krieg das hier noch hin mit dem Yoga. Ja. So, Mutti ist fertig. Beziehungsweise werdende Mutti ist fertig. So, da ist der Hamster. Ha, der Schweinehamster. So, du aufs Bett, ich hinterher. Da kommt die nächste, die möchte an die Waage. Oh, nicht schon wieder Yoga. Bitte nicht. Okay. Plastikpuppe wechseln, die Windeln, Dingensbumsens. Das ist kein Problem. Abhorchen. Ja, und du möchtest auch zur Kasse. Okay, komme ich doch gleich mit. Ach, ich muss auch vielleicht mal die Station aufstellen. Hätte ich jetzt fast vergessen. Vor lauter Babys. Ah. Komm. Alles klar, haben wir. So, du zur Kasse. Ja, die niesen hier alle. Ich muss an die Station hier denken. Das mache ich jetzt. Du gehst zur Kasse. Und sie will auf die Yogamatte. Ich mache da gerade noch mal ein Momentchen. Ne, okay, ich mache kein Momentchen weiter. Aber ich glaube, ich habe es fast... So,
der Kopf drehen. Nein, na ja, alles klar. Der Kopf, der wird mich noch mal Nerven kosten. Ich hab's. Ausgezeichnet. Gerade rechtzeitig, würde ich sagen. Okay, dann kannst du auch zur Kasse kommen. Da hinten schreit schon... Alter, da hinten schreit schon gerade alles. Warte mal, nee. Das zu dem Baby. Das dahin. Ja, 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 so passt es. Alles klar. So, jetzt können wir da runter zu ihr und abhorchen. Und sie ist schon fertig. Das ist fein. So, was möchtest du? Du möchtest hier zur Waage. Sollte ich sie vielleicht besser kassieren? Ich dachte immer, die kann hier oben 5 Dinger auffüllen. Aber anscheinend nicht. Hm. Okay, Herzschlag, Herzschlag. Alter! Oh, das, also, dieses Kind schwimmt wie irre. Mein Gott, ey. So, du auf die Matte. Und fertig. Dankeschön. So, du kannst direkt zu mir kommen. Oh, was ist mit euch Babys? Hier, du zur Kasse. Du kannst hier hinkommen. Was kann ich für dich tun? Einmal abhorchen. Okay, kein Problem. Und auf die Yogamatte. Natürlich. Das Bein ist gestreckt. Das ist richtig. Der Kopf muss gerade. Aha! Ja, ich sag ja. So langsam habe ich es raus. So, Fräulein, du darfst auch gern. Warum hast du jetzt kein goldenes Herz? Sag mir das. Weißt du selber nicht, ne? Aber sie lächeln alle. Das ist schön. So, der nächste bitte. Ich gehe auffüllen. Irgendwas muss ich ja hier tun nebenbei. Wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir uns langweilen. Ja, natürlich, jetzt wollt ihr beide auf die Waage. Ich hatte hier keinen Kaffeeautomaten oder Wasserspender. Nein, hatte ich nicht. Das ist schade. Na gut, dann einmal abhorchen bei dir. So, du kannst hier auf die Liege. Du kannst hier ins Bett kommen. Du bist schon fertig. Wo ist denn dein Kind? Ach, da oben. Ja, Alter, hör doch mal auf, so rumzuschwimmen, bitte. Du musst hier 5-mal deinen Herzschlag finden. Das ist ja der Wahnsinn. ein sehr aktives Baby hast du. Das muss ich ja mal sagen. So, das kommt so. Kopf gerade. Dieses Bein stimmt nicht so. Haha, ich sag ja, ich krieg's noch raus. Das klappt ja inzwischen ganz gut. Vielleicht bin ich doch für Yoga geeignet. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Obwohl das eventuell für meinen kaputten Rücken vielleicht ganz gut wäre, ne? Aber auch nicht jede Übung. So, wie viele können hier zur Kasse? Ja, 4. Alles klar, dann kannst du, euch kassiere ich ab. Du kannst hier auf die Matte. Ich guck schnell bei dir. Das rote Herz haben wir. Dann gehen wir zu ihr. Du kannst an die Kasse. Du kommst hier runter. Du an die Kasse. Uiuiui, du ins Bett. Wir machen bei dir ein bisschen Yoga. Das kommt so. Das kommt so. Das so. Und der Kopf in die andere Richtung. Jawohl. Es klappt doch, ich bin ganz stolz auf mich. So, Herzschlag suchen. Ach komm, Alter, halt an! Ja, Kind. Alles wird gut. So, ihr könnt hier alle an die Kasse. Ich glaube, ihr wart dann auch die Letzten, kann das sein? Kommt keiner mehr. Nee, sieht nicht so aus. Das war's. Schicht schon wieder beendet. Das geht immer relativ schnell hier.
So, geschafft. Wunderbar. Alles geschafft, 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 gefunden. Perfekt. So, wir können ja noch was kaufen. Dann nehmen wir die Liege noch dazu und wir nehmen auf jeden Fall die Waage dazu und dann sind wir, oh, fertig dekoriert. Cool. Sind wir hier mit 0 Herzen? Ja, fertig dekoriert, ihr Lieben. Bitte alle zuhören. Es gibt einfach keinen Beweis für den Ausbruch eines neuen Grippevirus-Typs. Aber es gibt ihn. Schwangere sind am anfälligsten, weil ihr Immunsystem geschwächt ist. Wir haben eine Menge grippeähnlicher Symptome auf der Entbindungsstation. Ihr habt also eine Grippestation? Was ist mit meinen Kindern? Alle Patienten mit Grippesymptomen können ab morgen auf unsere Station verlegt werden. Wir schicken die gesunden Neugeborenen und Schwangeren zur Kinderheilkunde oder auf die Untersuchungsstation und behalten nur die Patienten mit Grippesymptomen hier. Klingt sehr vernünftig. Oh je, jetzt bin ich aber gespannt, ey. Ich hab doch gesagt, mir geht es gut, Daniel. Chance, Allison, als ich vorübergehend die Leitung hier hatte, konnte ich etwas H9N9-Impfstoff besorgen. Es ist gerade angekommen, aber es sind nur 6 Ampullen, also sind wir recht knapp damit. John, du solltest nach Hause gehen. Darf ich dich daran erinnern, junge Dame, in wessen Krankenhaus du gerade stehst, wer dich hergebracht hat? John, du warst mir immer ein wunderbarer Mentor und ich bin dir sehr dankbar. Aber du bist nicht in der Verfassung, eine solche Impfung zu erhalten und die Grippe ist für dich lebensbedrohlich. Sie hat recht, Paps. Komm, ich fahr dich heim. Ich fahre selbst heim, wenn ich soweit bin. Ich werde den Rest des Personals impfen. Also John ist ja auch nicht besser im Moment als dieser Dex, den wir ganz am Anfang hatten. Der wollte ja auch nicht hören. Naja, so ist das. So, achte auf die Grippe. Ach Gott, ey. So, achte auf die Grippe. Was heißt das? Was soll ich dann tun? Ah ja, okay, warte. Wenn jemand mit Grippesymptomen kommt, impfe ihn sofort, bevor sich die Krankheit ausbreitet. Personen mit Grippesymptomen verlieren ihre Herzen schneller. Ja. Ah, okay. Ich habe die Spritze für sie dabei. Ich dachte, ich müsste die jetzt hier holen, aber nein. Okay. Wo ist das Kind? Da ist das Kind. Alles klar. Das hat gut geklappt. Dann gucken wir direkt bei dir. Du bist ja jetzt geimpft. Kann ja nichts mehr passieren. Auf die Yogamatte mit dir. So, der Arm runter, Rest passt. Ja, die hat auch die Grippe, wie es scheint. Jetzt nicht mehr, kann auf die Waage. Du zur Kasse. Du ziehst einfach nur ein hässliches Gesicht. Das muss ich nicht impfen. Baby, Baby, Baby. Da ist es. Da, da, da. Ja, okay. So, du hierhin, du dahin. Oh. Ah! Was? Meerschweinchen? Ach, Meerschweinchen-Hamsterer stand da. Ich habe schon gedacht, da steht jetzt Meerschweinchen-Hamster. Das wäre aber jetzt ein Zufall gewesen. Weil ich ja immer Hamster zu unserem Meerschweinchen sage. Meerschweinchen, Hamsterer. Oh, ich muss auf die Grippe achten, ne? Ich muss auf die Grippe achten. Eieiei. Habe ich jetzt gar nicht hingeschaut, wie die Damen hier so aussehen im Gesicht. Ach, naja. Wir schaffen das. Bin mir sicher. Ich habe schon am offenen Herz operiert. Da werde ich ja wohl so eine olle Grippe impfen können hier. So, einmal Yogamatte für dich. Das so, das Bein hoch und dann passt das schon. Okidoki. So, sie hat goldene Herzen. Das finde ich sehr schön. Dann kannst du mal hier hingehen.
Ach, die Babys sind ja weg von der Station. Ah, muss ich ja gar nicht auffüllen. Das finde ich schon irgendwie schön. So, kommt denn noch mal jemand bitte? Oder sind schon alle umgefallen wegen der Grippe? Traut sich keiner mehr hierher. Hast du die Grippe? Oh ja, sie hat die Grippe. Gott, oh Gott, oh Gott. Zittert sich aber einen ab hier. Mann, Mann, Mann. Naja, wir kriegen dich schon gesund und dein Kind kriegen wir schon auf die Welt. Du hast wieder keine goldenen Herzen, dann kassiere ich euch jetzt. Der Schweinehamsterer, geil. Meerschweinchenhamsterer. So, du hast keine Grippe, dann kannst du gleich hier runterkommen. So, nein, sie wollte ich anklicken, Allison. Aber schön, dass du mitgegangen bist. Dann ist sie nicht so alleine an der... Ja, okay, das war jetzt nicht der Plan, aber gut. Ist sie nicht so allein an der Kasse? Ach, guck mal, dieses Getränk hat Emily in Delicious Emily's Tea Garden höchstpersönlich gebraut. Aha, cool, habe ich ja wieder was gefunden. Sehr nett, das habe ich ja nur gesehen, weil ich mit der Maus drüber gegangen bin und dann hat es irgendwie so kurz die Farbe verändert. Sonst hätte ich da jetzt gar nicht geklickt, glaube ich. So, du hast die Grippe, ich komme gleich zu dir. Erstmal muss ich hier den Herzschlag finden. Ja, ja, okay. Alles klärchen. So, lass mich mal zu der Lady hier, bitte. Also das. Das angezogen müsste passen, jawohl. Ich habe Yoga gelernt. So, du kannst hier auf das Bett. Du kannst hier auf das Bett. Du kannst zur Kasse. Und Herz. Alter. Ja, ja, komm. Ja, Mann, Kind. Alter, mal still. Hallo. Boah, du bist doch bescheuert, ey. Vielleicht macht das gerade seinen Freischwimmer. Kann das sein? Okay. So, das Bein anziehen. Das Bein so, Kopf gerade. Müsste passen. Jawohl. Perfekt. Perfekt. So, du kannst an die Kasse. Och, Allison doch nicht. Ach Mann, das war jetzt aber blöde. Ja, super. Ach Gott, so, sie hat die Grippe. Und dann kann sie hier hin. Du kannst ins Bett. Hatten die nicht eigentlich gesagt, sie haben nur 6 Ampullen? Wir haben doch bestimmt schon mehr jetzt verbraucht, oder? So, sie hat auch die Grippe. So, du an die Kasse, du auf die Liege, du auf die Waage. So, du Kasse. Du Heierbettchen und wir suchen garantiert den Herzschlag. Natürlich suchen wir den Herzschlag. Einmal. Zweimal. Ja, komm, dreimal. 4. Und. Na, noch einmal. 5. Eieiei. So, dann kannst du auch hier hin und ich schmeiß euch raus, wenn du da angekommen bist. So, jetzt. Dann kriege ich nochmal eine schöne Kombo. So, die halbe Schicht ist um. Du hast keine Grippe. Okay. Irgendwie bin ich hier auf den Stationen immer die Einzige, die arbeitet, oder? Alle anderen stehen immer nur rum. So, das passt. Das Bein, Kopf rüber, passt. Ich sag ja, ich lerne es noch. So, du hast keine Grippe, möchtest auf die Waage, du an die Kasse. Da kommt schon wieder die nächste. Du hast auch keine Grippe. Du kannst direkt hier mal zu mir kommen. Dann gehe ich zu dir darüber. Na? 4. Und einmal noch. Komm. Jawohl. Perfekt. So, du an die Kasse, du hierhin. Und einmal... Ach, wahrscheinlich zeigt sie ihr, wie man ein Baby wickelt. Wäre das möglich? Ich glaube schon. Ich fände es aber trotzdem realistischer, wenn die Mütter das mächten.
Mächten täten tun wollen können. So, kommt noch wer, mag noch wer. Ach, den Tisch kann ich sowieso nicht anklicken, stelle ich gerade fest. Okay. Hey, hallo, Mütter, Werdende, ihr Lieben, du hast die Grippe. Kriegst du gleich eine Spritze, kannst auf die Waage. So. Ab ins Bett, was ist mit dir? Okay, du kannst direkt hier runterkommen. Du bist gleich dran. Du hier auf die Matte. So, das Bein passt. Das passt auch. Der Arm muss runter. Der muss hoch. Kopf andere Richtung. Passt. Ich bin hier voll der Profi inzwischen. Sie hat die Grippe. Ich guck gleich bei dir. Schlotter dir da ruhig noch ein bisschen einen ab. Ich bin gleich bei dir. Wenn ich die hier zur Kasse geschickt habe, ich komm doch. Ist doch alles gut, Fräulein. Reg dich nur nicht auf. So, sie kann direkt zur Waage. Du auf die Yogamatte mit mir. Und ich zeig dir mal, wie man das macht. Pass schön auf. Siehst du, genau so macht man das. Und du kannst hier mal nachrücken. Dir zeige ich das auch, weil ich das gerade so schön im Training habe. Und dann schmeiße ich euch alle raus. Alle raus und tschüss und tschüss. So, wir nähern uns dem goldenen Herz. Das ist schön, aber sie braucht erstmal eine Impfung. Und dann hier ins Bett mit dir. So, da kommt die nächste für die Waage. Oh. Ach komm. 4 und... Jawohl. Das war's. Ich gehe die mal grad impfen hier oben. Okay, dann kann die auf die Waage und ich komme zu dir. Wir machen ein bisschen Yoga. Das passt. Das Bein muss hoch. Das muss ausgestreckt. Kopf in die Richtung. Jawohl. Perfekt. So, was möchtest du bitte da oben, werdende Mutti? Du möchtest hier ins Bett. Okay, dann schicke ich dich zur Kasse. Oh, Herzschlag von schwimmenden Kindern. 3, ja, 4 und komm noch einmal. 5. Das klappt gut. Und Yoga klappt inzwischen auch gut. Geh zur Kasse bitte. So, kommt noch wer? Wer will noch was? Ich bin hier gerade richtig gut drauf. Hier, wir können gerne Yoga machen, Fräulein. Ich hab's voll drauf jetzt. Ja, komm rüber. Ach nein, ich zeig dir, wie man Babys wickelt. Okay. So, dann kannst du. Du brauchst eine Spritze. Und ab zur Waage. Gut, dann schmeiße ich die hier mal raus. Vielleicht kommt ja noch jemand. Und wir haben das goldene Herz auf jeden Fall voll. Da kommt tatsächlich noch jemand. Okay, cool. So, du ins Bett. Du an die Kasse. Oh. Ey, was bist denn du für ein... Düsewind. Alter, mal langsam hier. Na, komm, immer noch. Gut. So, für dich auch nochmal auf die Matte. So, Bein nach oben. Beine angewinkelt, Kopf rüber. Passt. Perfekt. Ja, Daumen hoch für mich. Ganz genau, du sagst das. Daumen hoch für mich. Du brauchst eine Spritze, du kannst zur Kasse kommen, du ins Bett. Also ich muss sagen, das klappt jetzt hier so im letzten Level. Klappt richtig gut hier auf der Station, hätte ich nicht gedacht. Okay. Den Kopf einmal rüber, das Bein gerade. Ja, ich habe es jetzt halt auch kapiert hier, ne? Mit dem Yoga. Es war irgendwie schwieriger als, weiß ich gar nicht. Ich gehe mal darüber. Ich muss gucken, wann die Mutti fertig ist hier. Ach, da kommt noch jemand. Aha, okay. Du brauchst auch noch mal eine Spritze. Okay. Und zur Waage. Ich schmeiß euch mal raus, ne? Wir haben die goldenen Herzen. Das Meerschweinchen haben wir auch gefunden. Dann zeige ich dir nochmal, wie man wickelt. Und dann kannst du zur Kasse und ich gehe auch gleich mit.
Und ich nehme an, du bist die Letzte gewesen. Sehr gut. Geschafft. Ach du Scheiße. John hatte einen Unfall. Schwangerschaftsmedizinerin. Sehr cool. Schicht abgeschlossen. Perfekt. Richtig gut gemacht. Und die Gegenstände haben wir auch gefunden. Aber ihr Lieben, jetzt möchte ich erst mal wissen, was mit John ist. Machen wir mal weiter. Ach, du magst es nicht, ey. Wir haben es versucht. Zwecklos. Gut, dann versuche ich das jetzt. Allison, bitte. Es ist zu spät. Tut mir leid, Robin, aber ich muss es versuchen. Ich krieg den schon wieder. John, du wirst mir nicht sterben, ich krieg dich. Ich kriege dich, du bist nicht der Erste, den ich rette. Na also. Pops! Bringen wir ihn ins Krankenhaus. Volle Kontrolle, sag ich ja. Ich war ja gut in Übung durch den zweiten Teil. Mir geht hier keiner mehr verloren. John ist wach, sein Zustand ist stabil. Er hatte einen schweren Herzanfall im Auto und es könnte etwas dauern, bis er wieder arbeiten kann. Können wir ihn besuchen? Er hat sogar schon nach einem Rollstuhl gefragt. Aber ich glaube, dafür ist er noch nicht bereit. Und da kommt er angerollt. Nicht bereit? Tut mir leid, Allison, aber er hat gedroht, mich zu feuern. Gut, ihr seid alle da. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Mit sofortiger Wirkung ist meine Funktion hier nur noch rein beratender Natur. Ich habe beschlossen, mich zurückzuziehen und die Klinik meinem Sohn zu übergeben. Und was dich betrifft, Allison, ein einfaches Dankeschön reicht da nicht aus. Du hast nicht nur mein Leben gerettet, sondern noch ein paar mehr, so ganz nebenbei. Und außerdem passt du perfekt in unsere kleine Familie hier. Daher solltest du wissen, dass hier immer eine Stelle auf dich wartet, sobald du deine Zeit als Assistenzärztin abgeschlossen hast. Danke, John. Das werde ich gerne annehmen. Und jetzt hau ab und nimm den Rest der Woche frei, denn nächste Woche triffst du den Rest der Mannschaft. Kann ich dich heimfahren, wenn du hier fertig bist, Allison? Mach dich nicht lächerlich. Du wohnst doch am entgegengesetzten Ende. Genau so weit weg wohnst du nämlich. Am entgegengesetzten Ende der Stadt. Ich werde sie heimfahren. Wisst ihr, Jungs, es ist so ein schöner Tag draußen. Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß. Gute Entscheidung, Allison. Nur kein Streit mehr. So, was haben wir jetzt? Och, das war's. Och, schade. Och, Mann. Schade, das war's schon. Arts Medicine, Season 1, Ärztin mit Herz, ihr Lieben. Der erste Teil. Sehr cool. Also was mir besser gefallen hat an diesem ersten Teil als an dem zweiten, war auf jeden Fall, dass Oliver sich bewegt hat. Zum Teil, nicht immer, aber manchmal hat man ihn dann einfach besser gesehen. Was ich an sich auch nicht schlecht fand, war die Tatsache, dass Story-Elemente teilweise mitten in der Schicht gezeigt wurden. Nachteil dabei war immer nur, es hat einen doch sehr rausgerissen.
aus dem Spiel. Man war dann gerade immer so schön dabei und auf einmal kam dann irgendeine Story. Das war ein bisschen schwierig, aber von der Geschichte fand ich es cool. Die Geschichte selber war jetzt nicht so lang wie im zweiten Teil. Überhaupt war das ganze Spiel viel kürzer als der zweite Teil. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, man darf es jetzt nicht vergessen. Was? Würdigungsbelohnung? Okay. man darf jetzt nicht vergessen, es ist der erste Teil. Ich habe es ja jetzt in umgekehrter Reihenfolge gespielt. Aber es ist ein cooles Spiel. Also es gefällt mir richtig gut. Und also im Großen und Ganzen fand ich es leichter als den zweiten Teil. Und hat mir auch wieder richtig viel Spaß gemacht. Und was ich besonders schön halt fand jetzt so im Nachhinein, weil ich ja wie gesagt den zweiten Teil erst gespielt habe, dass man über die Leute was erfahren hat, wie die alle miteinander zu tun haben, wie die sich kennen oder wie die Verhältnisse da sind. Und hier, dass Robin mit John verheiratet war, jetzt geschieden ist und wie Allison Connor kennengelernt hat und Daniel, ich vergesse die Namen gerade schon wieder alle hier. Aber am besten, glaube ich, hier ist eigentlich Chance mit seinem Chakra. Das war witzig. Wir können gerade nochmal gucken bei den Belohnungen. Ah ja, okay. Würdigungsbelohnung. Die ganze Liste der Mitwirkenden angesehen. Ah ja. Ja, kein Ding. Teil des Teams. Aha. Goldkombo. Aber hier sind noch welche. Wiederhole die gleiche Schicht 6-mal. Alter, hab den Knall. Wie oft soll ich nicht spielen hier? Ausrüstungsfreak. Kaufe alle Verbesserungen. Okay, da haben wir nur einen Raum geschafft. Meerschweinchen-Hamsterer. Alle 25 Meerschweine gefunden. Ole, ole. Cool. Marathonläufer. Ach nee, echt? Da fehlt mir hier so ein paar Kilometer. Ein Kilometer oder so. Nee, eigentlich nur ein paar Meter. Naja, mal gucken. Kann ich ja vielleicht mal irgendwann Lebensretter. Den Motorradfahrer gerettet. Wer war denn der Motorradfahrer? Ich habe gerade keine Ahnung. Die Wahrheit über Robert erfahren. Was ist hier noch? Perfektionisten. Alle Belohnungen. Die Hälfte geschafft. Ausrüstung. Aha, okay, sehr cool, ne? Ach, hier oben fehlt auch noch ein Bild. Gamehouse-Fan. Finde alle Gegenstände vom Gamehouse. Da habe ich 5 von 10. Naja, okay. Kann ich ja bei Gelegenheit alles nochmal machen. Wenn ich Langeweile habe, werde ich das nachholen. Schauen wir mal, ey. hier in diesem Screen gab es übrigens auch noch irgendwie eine Belohnung. Und zwar, wenn man Stan angeklickt hat. Das wird jetzt wahrscheinlich, doch es geht noch, genau. Dann wedelt er hier kurz mit seinem, habt ihr gesehen, mit seinem Besen. Und ja, und dafür gab es dann auch noch eine Belohnung. Das war mir zwischendurch mal passiert, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Aber nun gut, ihr Lieben, das war Hearts Medicine, der erste Teil. Schönes Spiel, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und was nicht alle. Und ich hoffe, ihr seid in irgendeinem anderen Let's Play wieder mit dabei. Und ja, bis dahin, eure Trin.